In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie mit Sprengnetter Value ein Einfamilienhaus im Sachwertverfahren bewerten. Wir fangen links oben mit der Adresseingabe des Objektes ein. In diesem Fall habe ich die Heerstraße 109 ausgewählt, unseren Sprengnetter Campus, und mit Klick auf die Lupe kommen Sie auf die gefundene Adresse, können über diese Kartenansicht nochmal genau schauen, ob Sie das richtige Objekt ausgewählt haben. Mit dem Klick auf das Auswahlfenster Objekt Art wählen Sie die Art aus, in unserem Fall das Einfamilienhaus, und mit Klick auf Auftrag anlegen kommen Sie in die Bewertungsmaske. In dieser Bewertungsmaske zu den allgemeinen Angaben können Sie Vorgangsnummer, Aktenzeichen eingeben und springen mit den sogenannten Navigationspfeilen weiter in die Objektbeschreibung. In der Objektbeschreibung können Sie die Gesamtgröße des Grundstückes anlegen, das heißt hier 332 Quadratmeter, die tatsächliche Nutzung definieren und die Gebäudedaten eingeben. In unserem Fall freistehende Gebäudeart, die Bauweise ist massiv, die Anzahl der Geschosse ist zweigeschossig, ohne Dachgeschoss und ohne Kellergeschoss, bitte darauf achten. Das Dach ist nicht ausgebaut, der Keller ist voll unterkellert, aber nicht für Wohnzwecke nutzbar. Das Baujahr in unserem Beispielfall ist 1989 und hier möchte ich Sie ganz kurz darauf hinweisen, da wir im Rahmen der Sachwertrichtlinie arbeiten, schauen Sie, dass Sie an die Bruttogrundfläche drankommen, in unserem Fall 314 Quadratmeter. Hilfsweise können Sie auch mit der Wohnfläche arbeiten, aber da wir nach der Sachwertrichtlinie arbeiten, empfehle ich die BGF, weil wir nachher mit den Normalherstellungskosten weiterrechnen, um da einen validen Wert zu bekommen. Die Anzahl der Garagenstellplätze nicht im Hochhaus integriert und die Wertung der Außenanlagen gebe ich noch ein. In unserem Fall sind die üblich. Photovoltaikanlage ist in unserem Fall nicht vorhanden, aber hier möchte ich Ihnen eine besonders gute Funktion in Sprengnetter Value zeigen. Wenn Sie Fragen zu Themen haben, können Sie ganz einfach rechts oben auf den Hilfe-Button klicken und diese Hilfe zeigt Ihnen kontextsensitiv, also das heißt, je nachdem, in welchem Feld Sie sich befinden, halt tatsächlich eine Hilfestellung an. Hier in der Photovoltaikanlage beim jährlichen Stromertrag eine Erklärung dafür und sogar einen weitergehenden Link, wie Sie einen Rechner hilfsweise für die Jahresenergieleistung nutzen können. Mit Klick auf Hilfe verschwindet dieser ganze Bereich wieder und Sie können weiter in Ihrer Bewertung fahren. Wir definieren den Gebäudestandard, der nachher relevant ist für unsere Gesamtnutzungsdauer. In unserem Fall gibt es nicht mehr als ein Bad, aber dafür ein separates Gäste-WC, keine Sauna. Die Leitungen sind Gott sei Dank alle auf Putz. Wenn Sie Angaben zum Beispiel aus dem Energieausweis haben zu den Energieeffizienzklassen, können Sie damit eintragen, die auch tatsächlich einen Einfluss auf die Bewertung haben. In unserem Fall haben wir keine Angaben. Die Außenwände sind nicht überwiegend gedämmt und es gibt auch keinen Kamin. Die Heizung ist eine Zentralheizung. Die Dacheindeckung ist Dachpfannen und Dachziegeln und die Fenster sind zweifach verglast. Wir sind hingegangen und haben den Gebäudestandard üblich definiert. Deshalb habe ich auch relativ wenig geklickt. Aber Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, genau auf Ihr Objekt abzustimmen. Relevante Modernisierungen, in diesem Fall bitte alle relevanten Modernisierungen, die in den letzten 15 Jahren vorgekommen sind. In unserem Fall ist die Heizung komplett neu gemacht worden und das Dach ist teilweise neu gedeckt worden. Und wir sehen auch gleich in der Bewertung, welche Auswirkungen das gehabt hat. Mit Klick auf die Navigationspfeile kommen wir in die Bodenwertermittlung. Und Sie sehen hier auf der linken Seite im Bewertungsschema sind mehr Reiter dazugekommen, die wir alle gleich Stück für Stück dazugeben. Die Bodenwertermittlung, im Hintergrund hat das System sich den Bodenwert gezogen und mit der Fläche multipliziert. Der Gebäudestandard ist definiert worden über die Indikatoren bei 3.50 und die Restnutzungsdauer errechnet worden mit 45 Jahren. Mit einem Klick auf dieses Viereck mit dem Stift sehen Sie auch nochmal die Grundlage. Die Dacherneuerung mit 2 Punkten, die Heizung mit 2 Punkten und dadurch ein leicht
modifizierte Restnutzungsdauer aufgrund des Modernisierungsgrades von 45 Jahren und das ich natürlich gleich auch in unserer Sachwertermittlung bemerkbar macht. Die BGF mit den NRKs gerechnet, der Baupreisindex aktualisiert immer auf den neuesten Standard mit reingepackt. Da sieht man nochmal den Stichtag und die Herstellungskosten, die Alterswertminderung, haben wir den Gebäudesachwert. Die Garage wird berücksichtigt und mit Klick auf die Navigationspfeile springe ich zur Sachwertberechnung. Hier haben wir den Gebäudesachwert, die üblichen Außenanlagen mit drin, der Bodenwert wird zugeordnet und wir kommen zum vorläufigen Sachwert des bebauten Grundstückteils. In diesem Fall 294.891 Euro. Und dann kommt die Marktanpassung, der sogenannte regionalisierte Sachwertfaktor. Und da sehen wir schon, wie wird er abgeleitet, wo kommt er her? Und da haben wir einmal die Angabe, dass der Sachwertfaktor aufgrund eines Regressionsanalyse auf Basis von 215.343 Kaufpreisen abgeleitet wird. Hier arbeitet Sprengnetter stark mit der Kreditwirtschaft zusammen. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren ca. 215.000 tatsächliche Transaktionen im Bereich der Beleihungswertermittlung begleitet, haben anonymisiert die Daten bekommen und haben den tatsächlichen Kaufpreis bekommen. Unter anderem natürlich auch Adresse, Grundstücksgröße, Wohnfläche, Standard und Modernisierung. Und aufgrund dieser Datenbasis haben wir diesen Sachwertfaktor abgeleistet. Von diesen 215.000 waren 131.000 Kaufpreise Ein- und Zweifamilienhäuser. Und aufgrund der regionalen Überprüfung auf Kreisebene, in diesem Fall Bad Neuenahr-Ahrweiler, hat es tatsächlich 274 Kaufpreise gegeben. Und wenn wir hier hinter dieser Marktanpassung des vorläufigen Sachwertes auf den Sachwertfaktor, auf dieses kleine i klicken, bekommen wir auch nochmal mitgeteilt den Sachwertfaktor, die Quelle, den Stichtag und den sogenannten Konfidenzintervall und haben da eine plausible, nachvollziehbare Größe, mit der wir unseren Kunden wirklich sehr gut beraten können und ihm nachvollziehbar darstellen können, wie dieser Wert entstanden ist. Auf der linken Seite haben wir noch die Möglichkeit, Dokumente und Fotos mit reinbringen. Das möchte ich Ihnen auch ganz kurz zeigen. Sie sehen hier dieses Feld und halt hier diese kleine Klammer. Und genauso wie Sie es bei Outlook haben, können Sie einen Dokumentenmanager öffnen und hier zum Beispiel das Schlafzimmer, das Wohnzimmer und die Außeneinsicht mit rüberbringen. Mit dem Klick auf Öffnen lädt das System die Daten hoch und ich kann nochmal definieren, was ich gerne als Titelbild hätte, was ich gerne gedruckt haben möchte. Sie können da mehr Fotos als diese drei Fotos anlegen und wirklich bestimmen, was gedruckt werden soll, was nicht gedruckt werden soll. Im Bewertungsschema mit Klick auf Ergebnis können Sie das Dokument erzeugen. Bei dem Klick auf Dokument erzeugen wird ein sogenanntes DocX-Format erzeugt. In meinem Fall, auf meinem Rechner, wird es mit Word geöffnet. Sollten Sie aber zum Beispiel OpenOffice oder Libre auf Ihrem Rechner installiert haben, funktioniert das natürlich auch. DocX ist ein offenes Format und genauso funktioniert das natürlich auch auf Ihrem Mac, wenn Sie zum Beispiel mit Pages arbeiten. Mit Aktivierung des Bearbeitungsassistenten habe ich meine Bewertung schon fertig. Sie sehen hier das Foto, was ich mit eingefügt habe. Sie sehen eine Mikro-Makro-Lage, die drin ist. Nochmal die Karte mit der Geokodierung. Alle Angaben, die wir mit reingebracht haben. Also das heißt, die Bruttogrundfläche, die errechnet drin ist, die Grundstücksfläche, die Bodenwertermittlung ist mit drin. Und das Schöne ist, dieses DocX oder dieses Word-Dokument lässt sich beliebig bearbeiten, dass wenn ich zum Beispiel einen Versprung in der Bewertung mit drin habe, weil der Gutachterausschuss hier wirklich ausreichend Daten geliefert hat, dann kann ich mir das so konfigurieren, dass es wirklich gut und optisch schön aussieht. Hier sehen wir auch nochmal den Sachwertfaktor, wie er definiert ist, also dass man da im Gespräch mit dem Kunden tatsächlich auch eine sehr gute Grundlage mit hat, der die Erläuterungen zu den einzelnen Verfahren und zu diesen einzelnen Punkten ist nochmal mit drin. Und zum Schluss natürlich auch die Anlagen,
wie die Fotos, die wir mit reingebracht haben. Aber es ist halt auch möglich, PDFs mit abzulegen, um zum Beispiel noch eine Liegenschaftskarte mit reinzubringen. Soweit die Sachwertermittlung, aufdrucken und Sie sind fertig mit Ihrem Dokument und können damit in den Akquiseprozess einsteigen.